Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zur Age of Mythology. Ja, wir sind im Hauptmenü. Ich gehe mal wieder in die Kampagne. Denn wir machen jetzt mit Mission 4 weiter. Ein schöner Plan. Und zwar sollen wir das Haupttor Trojas stürmen. Also, dann gucken wir mal. Ah, Odysseus, einer der Helden von Atlantis, entsandt, um in meiner Armee zu kämpfen. Akanthos, ihr kennt sicher den berühmten Odysseus. Ich hörte von ihm. Euer Ruf eilt euch voraus. So wie der eurige. Seid ihr bereit für den Angriff? Euer Rat wäre uns bei der Planung sehr hilfreich. Als Befehlshaber habe ich mich um die Pläne bereits gekümmert, Odysseus. Ihr und Akanthos beginnt mit euren Armeen die Belagerung der Tore. Das ist ein guter Anfang. Was geschieht mit den restlichen Armeen? Ajax und ich halten unsere Männer in Reserve. Sobald ihr durchgebrochen seid, stürmen Ajax-Männer herein, um die trojanische Verteidigung zu brechen. Danach komme ich und rette Helena. Schöner Plan, oder? Naja, wir haben auf jeden Fall ein schönes Lager. Und wie man gesehen hat, sind wir wieder bei den Hopliten. Herr, es gibt in der Nähe hier kein Gold. Wir müssen eine von Trojas Minen finden und erobern. Jo. Etimus. Schicken wir erstmal die Fischerkutter los. Und wir bemerken, sind wir jetzt auf einmal Zeus, nicht mehr Odysseus als Hauptgott. Und haben dementsprechend auch einen anderen Zweitgott. Ah ja, Athene. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt Minotauren statt Zyklopen. Genau. Das hier ist zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Wir erhöhen mal die Lebenspunkte unserer Helden. Erster guter Schritt. Und dann bräuchten wir eigentlich... Na, wir haben Hippikons. Nutzen wir die kurz zum Erkunden. Obwohl, wir haben auch einen Castapokus. Castascopus, genau. Da sollten wir es richtig sagen. Nein, nicht das Wild angreifen, das ist blöd. Okay, was machen wir jetzt am besten erstmal? Erstmal brauchen wir noch ein paar mehr Dorfbewohner. Und die ersten bauen gleich mal Felder auf. So, 4 Felder, die dürften reichen erstmal. So. Na, ihr braucht die nicht so weit verfolgen. Und wir haben einen Helipolis. Das ist eine ziemlich starke Belagerungseinheit eigentlich. Und wir müssen erst einmal... Also erstmal müssen wir eine Goldmine finden und einnehmen. Wir haben nämlich kein Gold. Nur jede Menge Holz eigentlich. So, euch schicke ich mal hier rüber. Machen wir erstmal 4. Machen wir erstmal 4 Dorfbewohner für jede Aufgabe. Und suchen jetzt mal die Goldmine, die wir erstmal besetzen können. Ja, auf der einen Seite sollten wir aber auch unsere Hauptlager beschützen können. Hier ist das Gold, das wir brauchen. Genau, eine Goldmine. Eine mittlere jedenfalls. Ein bisschen Gold kriegen wir davon schon mal. Tötet mal erst die Wachen. Oh, ein Dorfzentrum, das ist nicht so gut. So, und jetzt das Lager von denen. Vielleicht haben wir Glück und da ist schon ein bisschen Holz, Gold drin gelagert. Jo. Gut, das heißt, wir können hier die Goldmine bewachen.
brauchen nochmal 4 Leute mindestens. Und sollten mal den Goldabbau verbessern. Ich könnte auch gleich schon Netze erforschen, aber das Gold ist gerade wichtiger. Unter anderem um unsere Hopliden zu verbessern. Und da brauchen wir eine Schießstadt für die Toxoti. Und der Feind hat einen Pegasus. Ein Pegasus wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der kostet ja zum Glück nicht viel. Und die Labyrinthverbesserung für die Minotauren wäre auch nicht schlecht. Minotauren kosten ja zum Glück kein Gold. Sondern in erster Linie normale Einheiten. So, der Hoplite ist verbessert. Wir könnten Aegis Schild noch benutzen. Das kostet nämlich nur Holz. Und den Holzabbau sollten wir beschleunigen. So. Dann brauchen wir mindestens 4 weitere Dorfbewohner. Hey Jungs. Könntet ihr meinen Wachturm in Ruhe lassen? Der hat euch nichts getan. So, ein Silo. Das bauen wir einfach mal hier hin. Holzhacker. Meine Obliden sollten auf jeden Fall ausreichen, um sich mit den paar Hippikons zu messen. So. Silo ist gebaut. Du bleibst schön hier. So, das heißt, wir bauen hier eine Mauer hin, dass die nicht mehr hier hinten in unser Lager einfallen können, so einfach. Und sichert am besten auch hier mit den Schiffen das Ganze. Gut, ein Dorfbewohner hier oben noch hin. Ein Dorfbewohner zum Beten. Die Mauern mal verbessern. Ah, jetzt habe ich nicht mehr genug Holz, um das zu verbessern. Nahrung müsste ich eigentlich am besten reinkriegen. Kommt noch ein Fischerkutter, weil da sind noch Fische. Oh. C6. Wer sind die denn? So, und einen Turm zur Sicherheit. Nebenbei Türme. Habe ich Nebenquests? Nö. Bauen Sie in einer Festung Belagerungswaffen, um sie Ihrer Armee hinzuzufügen. Fischerei ist der Schwerpunkt von dieser Mission. Na gut, fischen können wir ziemlich einfach. So, nochmal 2 Dorfbewohner, jedenfalls einen zum Holzhacken könnte ich noch gebrauchen. Goldabbau bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. So, Toxoti verbessern. Na komm, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall höhere Sichtweite. Und da brauchen wir mehr Häuser. Ich krieg nämlich überhaupt nicht durch die 5 Zelts. Ja, 5 Zelte eigentlich. Krieg ich Bevölkerungslimit und durch mein Dorfzentrum. Und da mir jetzt langsam hier das Gold ausgeht, ich nehme an, das Dorfzentrum feuert sofort auf mich. Ja, fast. Die haben hier eine große Goldmine, die ich gucken sollte, dass ich sie einreiße. Auch ein einzelner Toxote, der auf meine Pegasus schießt.
Und das war's mit meinem. Speer. Das klingt irgendwie ein bisschen wie ein Grunzen. Hier sind ein paar Wölfe, die Bärenbüsche bewachen. Das ist auch nicht gerade nicht wirklich viel. So, verbessern wir mal die Landwirtschaft. So, jetzt kriege ich genug Gold rein. Okay, das kann ich nicht im Tempel erforschen. Aber ich bilde mal ein paar Toxote aus, ein paar Hopliten aus, verbessere meine Toxote und bilde mal 5 Toxote aus. Oh. Die da oben wollen es unbedingt wissen. Soll ich meine Hippikons verbessern? Oh, da ist eine Goldmine. Aber die haben das Gold hier schon abgebaut. Mist. Trotzdem kann ich sie einreißen, um da nochmal das noch ein bisschen Gold rauszukriegen. Der Feind greift irgendwie hauptsächlich aus dieser Richtung an. Also sollte ich hier meine Verteidigung etwas stärken. Vielleicht. So, du kannst noch ein paar Häusler bauen. Und du fischst. Eine Handelskarawane. Sie versorgt Troja mit Gold. Das können wir unterbinden. Ah. Handelskarawanen kommen von hier. Was ist hier? Hier oben sind einfach nur Häuser hinter einer Tür. Okay. Ich werde jetzt mal erstmal eine kleine Armee ausbilden, die hier das Dorfzentrum einreißt, damit wir hier an das Gold kommen. Die Truppen sollten eigentlich ausreichen. Aber hier geht mir das Gold langsam aus. Also nochmal 5 Toxoti und 5 Hopliten. Und dann machen wir mal den Speer. Oh, und ich bräuchte mehr Holz für meine Waffenkammer. Komm, das kostet nur 150 Gold, dann verbessern wir das mal. Die Ziegen brauche ich eigentlich fast gar nicht, weil ich krieg genug Nahrung durch meine Fischerkutter und meine 5 Felder. Oh, hier hinten ist noch eine Goldmine, okay. Also ein Transportschiff. Wo sind meine beiden? Oh, ihr seid ziemlich aggressiv. Lege, Hetimos, Orthos, Ismachin. Autsch. Okay. Hetimos, Fanny. Hetimos, Orthos. So, ich denke mal, das sollte reichen, um die Mine zu erobern. Und das Dorfzentrum. So, holen wir uns noch mal ein paar Truppen. Ach ja, und hier ist der Wald fast abgeholzt, also werden wir uns wahrscheinlich dann hier unten noch mal niederlassen. Oh, hallo, Hopliten. So, und du... Gut, erstmal die Waffenkammer und dann brauchen wir weitere Häuser. Oh, das ist schlecht. Je mehr Karawanen wir zerstören, umso weniger Soldaten können die Trojaner ausbilden.
Ich wolle. Zerstören wir jetzt erstmal das Dorfzentrum hier. Wir haben ja eine hübsche Belagerungseinheit, mit der wir das hinkriegen sollten. Waffenkammer, da brauchen wir noch mehr Häuser. Die kosten 50 das Stück. So. Waffenkammer ist gebaut, also erstmal Waffenverbesserung.